Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Das Thema von heute, ein Thema, das sehr viele Menschen beschäftigt, ist Kopftuchzwang. Warum wird die muslimische Frau zum Kopftuch gezwungen? Und wenn man dieses Thema schon hört oder hört dieses Klischee vielmehr, dann muss man schon von vornherein sagen, warum wird nicht mal die Frage gestellt, warum werden Tausende von Frauen in Deutschland dazu gezwungen, das Kopftuch auszuziehen? Von der Gesellschaft dazu gezwungen, das Kopftuch auszuziehen. Sollten sie das Kopftuch nicht ausziehen, werden sie ausgegrenzt oder es droht ihnen beispielsweise soziale Armut, weil sie einfach keinen Job mit dem Kopftuch bekommen. Meine Frau beispielsweise hat eine Freundin, die in der Bäckerei gearbeitet hat, die hat sich dann ein Kopftuch angezogen. Das dürfte ja normalerweise kein Problem sein, weil das schützt ja eigentlich auch davor, dass die Haare ins Essen hineinfallen. Ja? Warum wird sie gekündigt? Und das ist eine klare Diskriminierung der Frau. Und diese Fälle haben wir in Deutschland tausendfach, sie werden nur nicht thematisiert. Von daher ist das schon mal sehr einseitig und das ist wieder eine richtige Propaganda, ja, dass einfach nicht differenziert wird. Wie ich schon gesagt habe, bei Adolf Hitler, es wird nie differenziert. Das ist sein Punkt. Er sagt, man darf nicht differenzieren. Warum? Weil es geht darum, zu sagen, guck mal, die Frauen, die wollen doch eigentlich alle gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Die werden alle nur unterdrückt und so weiter. Dann bringt man irgendwelche Frauen im Fernsehen, die sowieso nie was mit dem Islam zu tun haben, die aber eventuell eine Marktlücke gefunden haben, weil in Deutschland will man das halt einfach gerne hören, wie schlecht es der muslimischen Frau gibt. Irgendwie, ich wollte eine Sache dazu sagen. In islamischen Ländern, ja, im Islam, wenn ein Mann und eine Frau dieselbe Arbeit verrichten, dann kriegen sie auch denselben Lohn. Alles andere ist laut nach islamischer Gesetzgebung, nach dem Islam, nach Koran und Sunna verboten. Betrug. Wenn Frau und Mann denselben Job machen, kriegen sie auch denselben Lohn. Das nur mal kurz nebenbei. Ja, weil das ist ein großes Problem, was wir hier in Deutschland haben. Und wir als Muslime, wir plädieren dafür, dass es Lohngleichheit gibt in solchen Fällen, dass die Frau denselben Lohn kriegt wie der Mann. Ganz klarer Fall. So, jetzt um Kopftuchzwang. Ich habe schon gesagt, wer wird zum Kopftuch gezwungen? Das ist eine verschwindend geringe Anzahl von Mädchen, die zum Kopftuch gezwungen werden. Jetzt fragen wir als Muslime, unterstützen wir eigentlich, dass jemand zum Kopftuch gezwungen wird? Unterstützen wir das? In diesem Fall muss ich sagen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass wenn man das Wort Islam betrachtet, Islam bedeutet sich ergeben. Islam bedeutet nicht Frieden. Islam kommt vom Wort Frieden, aber das ist alles Schmusekurs. Ja, weil wir brauchen nicht den Islam schön zu reden, für uns ist der Islam schön. Islam bedeutet nicht Frieden. Frieden bedeutet As-Salam im Islam. Ja? Das ist dieselbe unehrliche Herangehensweise bei einigen Muslimen, obwohl andere das nicht, bei vielen ist es nicht unbedingt unehrlich, sondern sie denken wirklich, dass es Frieden hieß. Es heißt nicht Frieden, sondern es kommt vom Wort Frieden. Und es hat auch eine enge Verbindung linguistisch mit dem Wort Frieden. Deswegen sagen wir, der Islam soll zum Frieden führen. Ein Ziel des Islam soll der Frieden sein. Auf Erden und im Endeffekt natürlich der ewige Frieden im Paradies. Das ist ein ganz klarer Fall. Aber Islam bedeutet sich unterwerfen. Das heißt, wir unterwerfen, ergeben uns dem Willen des allmächtigen Gottes. Und hier ist ein ganz besonderes, hier muss man einen Punkt beachten. Wenn man sich unterwirft, hingibt, dann ist damit immer die freiwillige Hingabe gemeint. Denn die erzwungene Hingabe kann einem nichts bringen. Das heißt, die erzwungene für einen Menschen. Nicht, dass man sagt, ja okay, ich gebe mich Gott hin, weil ich weiß, ich könnte bestraft werden. Das ist wieder eine andere Kategorie. Wir reden von der erzwungenen Hingabe, dass jemand den Hijab trägt, nur weil er dazu gezwungen wird, das Kopftuch zu tragen. In diesem Fall wird ihm dieses Kopftuch, das er trägt, oder sie trägt vielmehr, nichts bringen. Sie wird keinen Lohn dafür von Allah bekommen, weil der Gesandte Allahs im Koran sagt, innamal amalu biniyat. Die Taten sind entsprechend der Absichten. Das heißt, man kriegt nur bei einer guten Absicht für eine gute Tat auch einen Lohn, der einem im Jenseits etwas bringt. Das dazu. Von daher ist das für uns mehr als der Kopftuchzwang nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, Menschen davon zu überzeugen,
dass es eine Pflicht ist im Islam, die Frauen vor allem, natürlich die Frauen in erster Linie, und dass sie das Kopftuch tragen, aus Liebe zum allmächtigen Gott. Und hier kommen drei Faktoren bei jeder Tat, die ein Muslim macht, zusammen. Das kann dem einen oder anderen, das muss nicht jedem gefallen, oder das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Wir hoffen, dass es jedem gefällt. Es ist einfach so, dass wir Taten verrichten und dass bei jeder Tat drei Motivationsgründe oder Motivationsfaktoren vorhanden sein sollen. Das ist einmal Hoffnung, das ist einmal Angst und einmal die Liebe. Und die Liebe sollte die stärkste Motivation sein. Das heißt, wenn wir etwas tun, dann tun wir dies aus der Motivation heraus, in das Paradies zu kommen. Damit meine ich Hoffnung. Und aus Angst heraus, eventuell für die Sünde bestraft zu werden. Das ist das, was ich mit Angst meine. Und aus der Liebe heraus, weil man Allah mehr lieben soll als Muslim, als alles andere. Und das ist das, was vermittelt werden will. Deswegen geht es nicht um Kopftuchzwang, sondern es geht darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass dies eine Pflicht ist und dass dies eine gute Tat ist. Jetzt gehen wir mal auf die Realität des Kopftuchzwangs ein, nicht in Bezug auf die Anzahl, weil da haben wir schon gesagt, dass das eine verschwindende Minderheit ist und dass es eine große Anzahl von Frauen gibt, die genau im Gegenteil dazu gezwungen werden, kein Kopftuch zu tragen. Ich habe beispielsweise einmal in den Medien gehört, dass dort gesagt wurde, dass die Auflösung des Kopftuchsverbots eine massive Einschränkung der Freiheit der Frau ist. Also die Auflösung eines Verbotes ist eine massive Einschränkung der Freiheit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie man hier in den Medien für, ja, ich will nicht sagen für doof verkauft wird, sondern für saudoof verkauft wird. Ich habe noch nie in der Geschichte der Menschheit gehört, dass die Auflösung eines Verbotes eine Einschränkung in der Freiheit ist. Das heißt, in der Türkei werden die Frauen gezwungen, wenn sie in die Universität oder in die Schule gehen, das Kopftuch auszuziehen. Das ist eine ganz deutliche Diskriminierung der Frau. Das heißt, entweder du läufst nach unserem System, oder du kannst weiter putzen gehen. Und deswegen, was hat eine Frau gesagt? Solange wir in Deutschland nur die Putzfrau waren, hat sich keiner an unserem Kopftuch gestört. Aber wenn plötzlich eine Frau kommt, die Rechtsanwältin ist, die Ärztin ist und so weiter, plötzlich gibt es einige, natürlich nicht alle, gibt es einige Elemente, die sich daran stören. Meinetwegen auch Frauenrechtlerinnen. Hallo, wenn diese Frau das Kopftuch doch trägt und es gerne trägt, wo ist das Problem? Das heißt, der Zwang kommt hier aus einer anderen Richtung, weil man einfach dieses Kopftuch als einen Fremdkörper ansieht, der durch diesen Nährboden, den die Medien gesetzt haben, einfach ein verhasstes Objekt ist. Da sagt beispielsweise Ralf Giordano ganz ohne Scham, ich möchte sinngemäß, dass er auf deutschen Frauen, dass er sagen möchte, oder dass er die Freiheit haben möchte, sagen zu können, dass er auf deutschen Frauen, dass er auf deutschen Straßen keine Frauen mit Burka und Hijab sehen will. Ja. Da sagen wir, ja, was ist denn jetzt, wenn ich beispielsweise als Deutscher sagen würde, ich will hier im selben Kontext, ich will hier keine Leute sehen, die hier solche Zöpfe haben, das heißt Rabbiner, Juden und so weiter, und mit so einem Hut rumlaufen. Ja, das würde man ganz anders verstehen. Das heißt, warum hat man jetzt hier im Kopf schon diese Gedanken, dass man sagt, dass man auf der einen Seite jemanden akzeptiert oder die Aussage akzeptiert, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht sehen, ein Kopftuch, aber auf der anderen Seite, wenn ich sagen würde, ich möchte keinen Priester mit einem Kreuz auf der Straße sehen in Deutschland, dass das nicht akzeptiert wird. Übrigens würde ich sagen, dass Herr Giordano gerne der Meinung sein kann, dass oder gerne seinen Geschmack kundtun kann, dass er sagt, ja, das gefällt mir nicht. Das ist eine andere Sache, eine andere Geschichte. Ich denke nur, dass der Unterton hier, vielleicht irre ich mich auch in diesem Zusammenhang,
schnell dazu führen kann, gegen eine bestimmte Gruppe auch Abneigung, wenn nicht sogar Hass zu entwickeln. Aber das ist meine Meinung, da kann ich mich auch gerne diesbezüglich vertun. Und ich wollte nur kurz diesen Punkt mal ansprechen, was den Kopftuch zwar angeht, dass hier wirklich die Frauen in Deutschland massive Probleme haben mit diesem Kopftuch-Auszieh-Zwang durch die Gesellschaft. Und dies jetzt noch so zu schmücken, als wenn dies eine Verteidigung der Freiheit der Frau wäre, da muss man sich wirklich an den Kopf packen. Es wird bestimmt niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ja, wir wollen den Nonnen jetzt das Kopftuch verbieten, weil es eine Einschränkung der Freiheit ist. Übrigens, im Christentum, ganz klar, ist das Kopftuch ein Zeichen der Unterwerfung der Frau, der Unterordnung der Frau. Nicht im Islam. Im Islam ist es einfach nur ein Schutz für die Frau. Allah sagt dies in Sure 33, ich denke Vers 55, dort sagt er, Ya ayyuhan Nabi, O Prophet, kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yu'nina alayhina min jalabibihina dhalika na ayyurafna fala yudhain wa kana Allahu ghafura rahima. Das heißt, O Prophet, sag zu deinen Frauen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Obergewand tief über sich ziehen, damit sie als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden. Ja? Das zu diesem Punkt. Das ist ein Erkennungsmerkmal. Und es ist eine religiöse Pflicht, kein politisches Symbol, sondern eine religiöse Pflicht. Und wenn jetzt in der Bibel steht, in 1. Korinther 11, Vers 7, und Christ soll jetzt sauer sein auf mich, weil das würde bedeuten, dass er sein Buch verwirft. Wenn dort steht, der Mann darf sein Haupt nicht bedecken, denn er ist Abbild und Abglanz Gottes, die Frau aber muss ihr Haupt bedecken, denn sie ist Abglanz des Mannes. Deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen der Vollmacht auf ihrem Kopf tragen. Dass dort ganz deutlich steht, ja, dass die Frau Abglanz des Mannes ist, der Mann aber Abbild und Abglanz Gottes, was zeigt, dass der Mann über der Frau steht. Und aus Zeichen der Überlegenheit des Mannes trägt die Frau das Kopftuch. Dann ist das ein ganz anderer Punkt. Und so ist es nicht im Islam. Das muss man mal einfach dazu gesagt haben. Das sind nur einige Punkte, die ich erwähnen wollte. Es sind dann vielleicht wieder einige beleidigt, aber es ist einfach so, dass viele aus dem christlichen Kontext heraus das Kopftuch als ein Zeichen der Unterdrückung der Frau sehen und dies dann versuchen, auf die Muslime zu projizieren und sagen, hier, schau mal, die Muslime unterdrücken die Frauen, denn die Frau trägt Kopftuch. Aber das ist nicht das Selbstverständnis des Praktizierenden, des bewussten Muslims. Das sind meine Worte. Alles Gute. Assalamu alaikum.